Schönen guten Abend, willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Was steckt hinter dem Warnstreik bei der Salzkottener Firma Perimeter? Seit Mittwoch wird dort schon nicht mehr gearbeitet. Die Belegschaft fordert mit der IG Metall im Rücken die Rückkehr in den Tarifvertrag. Das Unternehmen will aber mit der Gewerkschaft nicht verhandeln und die macht deshalb jetzt mobil. Ihr habt geholfen, indem ihr unentgeltliche Arbeitszeit geleistet habt. Ihr habt geholfen, dass ihr eine Zeit lang auf Urlaubsgeld verzichtet habt. Das heißt, wir haben uns immer dem angepasst, wenn es darum ging, dass das Unternehmen in einer wirtschaftlichen Schieflage ist oder war, um zu helfen. Gut 90 Mitarbeiter, vor allem der Produktion, beteiligen sich nach Angaben der IG Metall am Warnstreik bei der Perimeter Protection Group. Das Unternehmen war 2016 aus dem Tarifvertrag ausgestiegen und bietet dem Betriebsrat jetzt eine eigene Vergütungsordnung an. Der hat diese Erfahrung schon einmal vor über 10 Jahren gemacht und sträubt sich. Als Betriebsrat sind wir ein kleines Organ. Wir sind eigentlich für innerbetriebliche Zustände da. Und ja, nach Wechsel muss man wirklich sagen, wir hatten bis vor 2 Jahren noch ein paar Führungskräfte, mit denen man wirklich reden konnte. Jetzt im Moment muss ich leider sagen, auch nach Vorgängen jetzt während dieser Zeit, wo ich auch nicht mitgerechnet hätte, das scheint irgendwo was zerrissen zu sein. Perimeter Protection ist einer der größten Hersteller von Zäunen und Sicherungssystemen in Deutschland. Produkte aus Salzkotten stehen vor Stadien, Botschaften oder dem Kanzleramt. Doch der harte Konkurrenzkampf hat Folgen. Ende 2016 hatte unser Unternehmen massive wirtschaftliche Schwierigkeiten und weswegen wir dann auch einfach Maßnahmen einleiten mussten. Was wir getan haben, unter anderem eben die Aufkündigung des Tarifvertrages. Wir versuchen ein hauseigenes Regelwerk zu implementieren, was uns insgesamt ein bisschen flexibler macht. Vom Warnstreik, so heißt es beim Unternehmen, sei man überrascht worden. Schließlich zahle man gut, habe jetzt sogar Prämien angeboten. Es gehe wieder aufwärts. Wir sind jetzt in 2018, hat sich bereits gezeigt, dass wir in 1,5 Jahren von wirklich einer schlechten wirtschaftlichen Lage uns sehr stark verbessern konnten. Also wir haben wirklich eine Trendwende zum Wachstum hingelegt. Davon profitieren nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern das ganze Unternehmen expandiert sehr, sehr stark. Der Tarif der Gewerkschaft sei aber nicht finanzierbar, sagt das Unternehmen. Die Lage scheint verfahren, die Belegschaft gespalten. Der spannende Punkt ist, schaffen wir es, an einen Tisch zusammenzukommen? Wenn wir an diesem Tisch sitzen, wird es uns bestimmt viele Dinge einfallen, die letztendlich dazu führen können, eine Lösung zu organisieren, die sowohl das Interesse des Unternehmens wie das Interesse der Beschäftigten in Einklang bringt. Der Warnstreik endet heute Abend. Sollte das Unternehmen weiter nicht mit der Gewerkschaft verhandeln, kündigt die IG Metall einen unbefristeten Streik ab Mittwoch an.